Ich bin Charlotte, 16 Jahre alt und ich fliege morgen zusammen mit Kulturwerke Deutschland für ein halbes Jahr nach Kanada. Und genau, meine Koffer sind jetzt größtenteils gepackt. Jetzt kommen nur noch so kleine Sachen da rein. Genau, mein großer Koffer hier ist schon zu und ganz fertig. Und dann habe ich noch den kleinen und den Rucksack. Die sind beide noch nicht ganz fertig. Und dann habe ich mir hier schon mal die Sachen hingelegt, die ich morgen anziehen werde zum Flug. So, es ist jetzt 6 Uhr und wir fahren jetzt zum Flughafen. Ich bin jetzt auch ungefähr seit so einer Woche hier in Kanada und genau, hier kann man auch schon mal ein bisschen mein Zimmer so im Hintergrund sehen. Es ist sehr klein, aber eigentlich ganz süß. Ich zeige das gleich nochmal genauer. Und genau, mein Flug war eigentlich echt angenehm, weil wir waren ungefähr so 20, 30 Austauschschüler, alleine von Kulturwerke Deutschland und dann auch noch ganz viele von anderen Organisationen. Das heißt, ich hatte eigentlich immer irgendwie, mit denen ich reden konnte oder ja, es wurde einfach nie langweilig. Und auch ansonsten, wir hatten zwar so 1,5 Stunden Verspätung oder so, aber es war ganz okay. War auch mal cool, mit so einer großen Maschine zu fliegen. Genau, jetzt zeige ich euch mal kurz mein Zimmer. Hier könnt ihr schon mal mein Bett sehen. Das ist zwar ein Hochbett, aber ich schlafe nur alleine drin. Ich schlafe unten. Und rechts davon direkt ist der Schreibtisch. Aber an dem mache ich mich auch fertig. Ja, habe hier so eine kleine Lampe. Ja, hier kann man rausgucken. Und genau, dann habe ich hier neben direkt sozusagen meinen Kleiderschrank. Ist eigentlich eine Kommode, genau, aber ich benutze das als Kleiderschrank. Und dann habe ich hier so eine Kleiderstange für Jacken und so hänge ich daran auf. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Und hier an der Decke habe ich noch LED-Streifen. Ist auch echt cool, vor allem wenn es dunkel ist. Und jetzt kann ich euch auch noch mal meine Haustiere zeigen, weil wir haben 2 Hunde und eine Katze und ganz viele Fische, aber genau. Dann zeige ich euch schon mal meine Katze Bubus hier. Guck mal. Hallo. Genau, und hier habe ich noch mal meine beiden Hunde. Das sind mexikanische Straßenhunde. Also die sind gerettet aus Mexiko. Und genau, das ist eigentlich echt cool. Sonst wären sie nämlich leider gestorben. Aber so haben sie jetzt ein neues Zuhause gefunden. Genau, und hier sieht man nochmal einen von unseren Fischen. Und hier sieht man nochmal die anderen Fische. Und was ich an dieser Stelle noch total vergessen hatte zu sagen, war, wie überhaupt so das erste Treffen auf meine Gastfamilie dann war. Das war nämlich überhaupt nicht so schlimm, wie ich vorher befürchtet hatte. Also ich muss sagen, ich hatte vorher echt Angst, ich war richtig aufgeregt. Aber das waren wir auch alle, also alle Austauschschüler, mit denen ich zusammengeflogen bin. Vor allem so bei der Gepäckabholung und so, da waren wir schon aufgeregt. Aber als ich dann endlich auf die so getroffen bin und sie am Flughafen standen mit den Schildern und sowas, war sozusagen die ganze Angst weg und man war eigentlich eher so happy und fröhlich. Gleichzeitig natürlich immer noch aufgeregt, aber ja, es war dann einfach nur noch schön und im Endeffekt hätte ich gar nicht so Angst haben müssen oder allgemein gar nicht so aufgeregt. Es waren halt alle, also meine ganze Gastfamilie ab dem Moment, wo ich sie getroffen habe, mega lieb. Die wussten natürlich auch, wie aufgeregt ich sozusagen in dem Moment war. Also es ist ihnen natürlich bewusst, deswegen war es für mich dann auch echt angenehm, die zu treffen. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Ich fühle mich immer noch wohl. Ja. Also, ich habe euch jetzt eigentlich alles schon gezeigt. Und ja, ich bin mega happy hier. Ich kann es jedem weiterempfehlen, auch ein Auslandsjahr zu machen. Oder auch ein halbes Jahr, wenn man doch nicht so lange von zu Hause weg sein möchte. So wie ich. Deswegen mache ich auch nur 5 Monate. Ja, und wenn ihr noch mehr Videos oder Posts allgemein sehen wollt, guckt gerne noch bei den anderen Social Media Kanälen von Kulturwerke vorbei. Zum Beispiel auf Insta oder TikTok oder einfach noch weitere YouTube-Videos. Wird ganz viel gepostet. Genau, das war's von mir. Ciao!